Ja, servus Jungs, seit Mädels. Heinz haben wir wieder was im Dutch-Ofen gemacht. Haben wir Kohlrouladen gemacht. Und zwar Kohlrouladen, ein wenig Sauce dazu. Mit Kartoffeln habe ich bloß kurz dazu gemacht, schnell auf die Schnelle. Die werden wir jetzt probieren, werden wir so schmecken können. Und was wir da alles braucht haben dazu und wenn wir das gemacht haben, bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt alles an Zutaten für unsere Kohlrouladen? Sagt eigentlich der Name schon. Brauchen wir mal einen Weißkohl. Den tue ich jetzt kurz blanchieren. Dann habe ich die einzelnen Blätter, dann haben die ein wenig weicher, damit es besser geht zu kohlen. Dann habe ich da mein Hackfleisch, habe ich gemischt genommen. Für die Sauce tue ich dann das Wurzelgemüse noch anreißen. Und der Tomatenmark dazu mit. Und zum Anlöschen nehme ich dann einmal aus der Region ein dunkles Bier von der Gambrinus Brauerei in Weiden. Das will ich dann Zoss draus machen. Zum Aufgessen für Zoss habe ich dann noch ein wenig Gemüsebrühe hergekriegt. Und eventuell da ich noch ein wenig einen Schmand mit hin. Das sehe ich jetzt schon. Und fürs Fleisch zum Würzen bloß ganz einfach Salz, Pfeffer, Paprika, mehr braucht es da nicht. Na, werden wir sehen, wenn ich die Rouladen dann oder beziehungsweise in Kohl auslege und die Hackfleisch rein zum Rollen dann, wie das funktioniert. Müssen wir mal schauen. So, ich habe den blanchiert. Da schneiden wir jetzt den Strunk raus. Weil der ist zu fest. Das mache ich so, schneide den Strunk raus. Und dann mache ich ein Kuchenrohr vom Hackfleisch. Das rollere ich dann ein, das zeige ich Ihnen jetzt einmal. Nehmen wir da mein Kraut her. Nehmen da ein wenig so ein Fleisch, weil so ein Fleischköchel halt. Ein wenig so ein Kuchenrohr machen. Ein wenig in der Länge. Einer. Schön, dann nochmal ein wenig ein Blatt dagegen. Und dann rollen wir diese mal so zusammen. Schauen wir, wie das funktioniert. Dann schlagen wir die Enden ein wenig um. So. Nehmen wir nochmal ein Blatt. Und dann das Ganze nochmal in ein Blatt rein. So, dass auch die Enten schön versteckt sind. Und dann gehe ich hier, ganz einfach, dass die zusammenhalten, da ich den geschüttelt gleich. So. Und dann presse ich die im Geschüttelchen zusammen. Und dann schauen wir mal. Eins habe ich schon gemacht, habe ich schon probiert, das ist gegangen, ob es jetzt da auch geht. Das drehe ich bloß so, dass das schön gepresst wird. Dann machen wir es auf. Und dann schaut das so aus. Und das können wir jetzt dann in den Dutch-Ofen rein. Die anderen mache ich jetzt genauso noch. Also der Topf ist heiß, nehmen wir die Rouladen rein. Wenn wir es anbrennen, schöne Farbe geben, dann tue ich es wieder raus, dann mache ich das Wurzelgemüse und dann die Rouladen wieder rein und dann machen wir die Sauce drauf. Lassen wir jetzt ein wenig drin, dann drehen wir es um, dann tun wir das Wurzelgemüse rein wieder und dann passt das. Also die Rouladen habe ich jetzt raus, habe ich ein wenig Farbe geben lassen. Dann tun wir das Wurzelgemüse gleich dazu. Da tue ich jetzt noch Tomatenmark mit rein. Ein wenig anreißen. Und dann anlöschen. Den wir mit dem dunklen Bier, was ich gesagt habe.
Oh gut, dann haben wir ein wenig Tomatenmark hier. Vielleicht so 2-3 Esslöffel. Dann sehen wir das damit durch. Mit den Anresten noch. Und dann da jetzt gleich mit dem Bier buletten. Ein wenig Bier rein. Wenn wir ein wenig reduzieren, dann machen wir es nochmal. Da habe ich schöne Hitze drin, meine ich. Kriegt auch eine schöne Vorbeize. Nur ein Tröpfchen noch rein da. Und der Rest ist noch für mich. Da haben wir gesagt, der Schluck, der noch überblieben ist, der ist für mich. Also Prost! Und wie gesagt, das Bier aus der Region, diesmal aus der Weidner Brauerei, Gambrinus, der Dunkels. Eine halbe Stunde ungefähr ist jetzt rumgegangen. Schön pluppert, schön schaut es aus, die Sauce passt. Lassen wir sie dann überraschen am Geschmack. Also ich muss das natürlich auch probieren. Da habe ich jetzt auch einen geschnitten schon. Weil sonst ist es nichts mit einer Hand schneiden und toll halten. Fleisch, Kohlrouladen, also Kohl dazu. Ich würde sagen, das ist ein gut gelungenes Essen. Sauce passt da, einwandfrei. Also, wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, das Video, da jetzt einen Daumen nach oben. Der mich noch nicht abonniert hat, sollte ein Abo geben, damit er nichts verpasst, meiner. Und was als nächstes gibt, lässt sich überraschen. Ist so dann bis zum nächsten Mal, aber der euer Oberpfalz Barbecue.